Meine lieben Dampfer, Raucher, Nichtraucher und Kiffer, ein neues, ich weiß nicht, ob fantastisch ist, aber ich hoffe, fantastisch ist, Video ist am Start. Lange, lange nichts von mir gehört. Naja, was heißt lange, lange? 8 Tage. Ne? Also, ich war hier ein bisschen beschäftigt. Ich habe von Banggood mein Flutlicht bekommen, mein 30 Watt Flutlicht. Das habe ich leider hier nicht liegen. Das hängt schon. Damit beleuchte ich die gesamte Straße. Also das Ding ist hell. Da braucht man fast eine Schweißerbrille, wenn man da vorbeigeht. Also wirklich ganz, ganz fantastisch für 17 Tacken. Also unglaublich. Das ist ungefähr so ein Kasten, so groß. Vielleicht stellt ihr ihn auch noch mal im Video irgendwann mal vor, wenn der dritte Teil meiner Solaranlage kommt. Mal gucken. Also so ein Kasten. Vollgeballert mit LEDs und hell wie Sau, die Teile. Ne? Also wenn die angeht, also richtig hell. Ne? Also bin ich ganz froh, dass ich hier meinen herkömmlichen fetten Strahler mit Wolfram-Draht-Kordel da drin, dass ich den los bin und jetzt jede Menge Strom spare. 27 Watt verbraucht, 27,5 Watt verbraucht dieses Mega-Flutlicht. Also boah, brutal. Gut, ich war schon am Überlegen, den 50 Watt zu holen. Da denke ich, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich finde auch fast die 30 Watt sind übertrieben. Also wenn das Ding angeht, wie gesagt, die ganze Straße ist hell. Ne? Also das geht 4 Häuser weit. Ne? Also richtig heftig. Aber ich meine, das ist natürlich der Sinn eines Flutlichts. Es soll natürlich leuchten und beleuchten. Das tut dieses Teil vom Banggood. Ich blende euch das Teil mal ein. Also war relativ preiswert, also relativ günstig. Und hat meine Erwartungen, also mehr als erfüllt. Also wirklich gut. Ne? Wenn ihr ein gutes, starkes Flutlicht braucht, ja, installiert das, aber denkt an die Schweißerbrille. Also heftig, das Teil. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Vitamalz hier einfüllen. Jetzt denkt ihr sicherlich, was ist das Thema dieses Videos? Jetzt denkt ihr sicherlich, jetzt kommt das dritte Solarteil-Video. Ich könnte es eigentlich fast schon machen, weil ich bin jetzt mit dem Schuppen komplett fertig. Ich war bis heute Abend noch im Schuppen im Gange und habe da rumgewerkelt und Kameras hier meine, ich kann das ja mal zeigen, hier habe ich eine Tüte gekriegt aus Köln von GearBest. Ich hatte mir ja auch eine bestellt, das hatte ich ja erzählt, von GearBest. Die Kamera ist ja angekommen, die QD900, die ist auch schon unten aktiv und läuft. Und die habe ich abends in Betrieb genommen. Das Bild wirkt ein bisschen verwaschen, also ein bisschen unscharf. Der Fokus scheint da nicht ganz zu stimmen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich kann euch ja mal, wo ich die Kamera so ausgerichtet habe, da war das aber schon fast dunkel. Also 30 Minuten später war es stockduster. Ich blende das mal ein, bis gleich, wo ich an dem Ding da rumgespielt habe, um die so ein bisschen auszurichten. Das war also die grobe, ja, die letzten Installationsschritte sozusagen. Ich zeige euch das mal. Bis gleich. Prost.
kleine Perle. 20, 30 Minuten später war es stockduster. Also war schon so ein bisschen am Rauschen, das ist aber normal, wenn es dunkel wird. Und irgendwann schaltet er nachher um auf Infrarotbeleuchtung. Und ja, bei Tageslicht habe ich die Kamera, also ich habe die hier in der Bude zwar getestet, aber so richtig draußen habe ich sie nicht getestet. Also es sah so ein bisschen unscharf aus. So, also die Schärfe-Situation könnte besser sein bei der Kamera. Vielleicht ist der Fokus nicht ganz in Ordnung. Und das ist jetzt das Thema dieses Videos. Wie stellt man bei so einer Kamera den Fokus ein? Das ist relativ einfach, weil ich ja noch meine Banggood-Kamera habe, wo ich ja noch Modul von Banggood zugeschickt kriege. Das ist die Banggood-Kamera. Ich habe sie mal ein bisschen zerlegt und dieses Teil hier vorne, dieses Infrarot-Board sozusagen, das wollte ich mir Banggood nachschicken, weil Banggood sagt, dieses Infrarot-Board ist ursächlich dafür verantwortlich, dass nach 6 Minuten die Kamera abkackt. Ich glaube dem nicht ganz so. Also dieses Infrarot-Board wird mir wohl von ES-Cam über Banggood, keine Ahnung, ständig als Ersatzteil, die haben da kommuniziert mit ES-Cam und die ES-Cam hat sich wohl auch die Videos angeguckt, die Firma, und hat gesagt, das ist das Infrarot-Board. Schicken wir dem Neues, dann ist alles wieder gut. Muss er bloß selbst einbauen. Habe ich gesagt, alles klar, mach, schick mir zu das Teil. Ne? Naja, das ist jetzt unterwegs. Keine Ahnung, wie lange das dauert. In 3 Wochen wird es wohl hier sein. Parallel dazu, QD900, habe ich mir noch bei Gearbest, also die ist ja hier von Gearbest, die ich heute installiert habe, wo ihr das Video von gesehen habt, die ist ja hier vom Banggood, die ist ja so ein bisschen kränklich sozusagen. Und Gearbest hat diese Teile wieder im Angebot. Aber zu einem absoluten Kampfpreis, für umgerechnet 45 Euro. 45 Euro bei Gearbest. Wenn ihr dieses Video seht, wird dieser Deal vielleicht noch einen Tag laufen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann euch das ja mal einblenden. Hoffentlich kriege ich noch einen Screenshot hin zu dem Preis. Vielleicht ist der Deal auch schon vorbei. Ist ja auch egal. Ich kann ja zeigen bei meiner Bestellung, was ich gelöhnt habe. Also 45 Tacken und ein paar Zerquetsche. Für 45 Euro habe ich mir noch so eine Kamera bestellt. Habe ich natürlich auch sofort kommuniziert in meinem Forum. Falls noch Interesse besteht. Also die Kameras sind für die Kohle echt der Hammer. Na, selbst für 66 US-Dollar bei Banggood sind sie... Das sind sie wert. Naja, sie müssen natürlich funktionieren, dürfen nicht abkacken. Ne? Aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Da sage ich gleich noch was zu. Also bei dieser Kamera von Banggood war es ja so, dass immer, also nach 6-7 Minuten, wenn die Kamera so ein bisschen eingelaufen ist, ich nehme an, noch Wärme produziert hat in diesem Aluminiumgehäuse, dass beim Umschalten von Taglicht auf Infrarotbeleuchtung, dass sie sich aufgehängt hat. Konnte ich nur mit dem Neustart beheben und dann funktionierte die Tagansicht noch ganz wunderbar, bis man wieder das Licht ausgeschaltet hat und er so wollte umschalten auf Infrarot und ist abgekackt. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich weiß, woran das liegt. Das zeige ich euch gleich. Also die Kamera, die ist relativ simpel aufgebaut. Aber bevor ich zur Kamera komme, also wir werden gleich an der Kamera, werde ich euch gleich meine Vermutungen zeigen, was es sein könnte. Ich habe sie natürlich auseinandergenommen, weil ich ja sowieso dieses Board zugeschickt bekomme. Und dann dachte ich, dann kannst du sie ja schon mal so weit zerlegen und dir das mal angucken. Zerlegetechnisch, also relativ einfach zu wechseln, das Board. Also quasi komplett zerlegen und, na nicht ganz komplett, aber jedenfalls so weit zerlegen, dass man auch die Schärfe neu einstellen kann. Das habe ich bei der Kamera hier gemacht. Die war auch nicht auf dem Punkt scharf, die war schon scharf, aber das habe ich noch ein bisschen besser hingekriegt. Wie das funktioniert, das zeige ich euch nachher auch. Also wir werden den Fokus einstellen und eben gucken, ich werde euch mal zeigen, was wahrscheinlich das Problem dieser Kamera ist. Also da haben die Amis echt, die Chinesen echt geschlonzt. Ne? Die Schlunzer. Apropos, ich muss mal einen schlunzen. Schlunz weg, Perle. Ja, also ich werde euch das gleich zeigen und dann werde ich die Kamera natürlich wieder zurückbauen sozusagen in den Originalzustand. Und dann könnt ihr, wenn ihr die Kamera habt, eure Kamera unter Umständen ein Unschärfeproblem hat, könnt ihr das genauso nachmachen und die Unschärfe beseitigen. Mit relativ einfachen Mitteln. Das ist in 10 Minuten ist das erledigt. Ne? Also man muss bloß wissen, wie man vorzugehen hat und das wird euch jetzt in der kleine Perle zeigen. Im letzten Video habe ich ja kein Lästerpart gemacht. In diesem Video, ich weiß nicht, ob das ein Lästerpart wird. Ja, auch ein bisschen Lästerpart. So eine Art, jetzt machen wir wieder einen Newsbreak. Meine beliebten Newsbreaks. Die Dampferszene ist natürlich immer noch in heller Aufregung und die Implosion läuft. Aber viele, also peu à peu, sterben den Dampfern die Dampfer weg. Also die hören auf mit dem Dampfen, was natürlich das Beste ist, was man machen kann. Womit fange ich jetzt an? Es gibt ja, ich sagte ja in dem einen Video, es gibt ja die Vollirren, diese, ich hätte es fast gesagt, Faschisten, und eben die normalen Dampfer. Also die Faschistendampfer und die normalen Dampfer. Was bezeichne ich als Faschistendampfer? Natürlich nicht die normalen Dampfer, also die normalen Dampfer, meine Zuschauer, sowieso nicht. Aber es gibt da ja einen Block an Dampfern, einen radikalen Block, einen
höchst radikalen Blog, der eine Person im Internet verfolgt. Und wenn die Typen den erledigt haben, stürzen sich wahrscheinlich auf den nächsten, vielleicht sogar auf mich. Das wird denen wahrscheinlich sehr schwer fallen, mich zu vernichten. Ja, bin ich ja derjenige, der andere vernichtet. Ich sag nur Pressestelle der Pressestelle. Belles Pressestelle da. Wenn die Typen wüssten, was ich da schlapp gezogen habe. Aber egal. Wie ich die da verarscht habe, ne? Aber das ist natürlich auch alles Entertainment und Unterhaltung. Ist ja auch dieser Newsbreak. Aber ich meine, mittlerweile hat das eine Qualität erreicht, wo ich sagen würde, es ist gemeingefährlich und kriminell. Ja, da gibt es natürlich so einen Opa, so einen älteren Typen, der so auf seinen Tod wartet und dem sein Restlebensziel nicht ist, sein Leben zu genießen, sondern das Leben einer anderen Person zu zerstören. Diese Person heißt, glaube ich, Volker. Den Rest, die Insiderwissens, wer gemeint ist. Also dieser Opa verfolgt diesen Typen, Volker, und möchte den ein bisschen vernichten. Und ich nehme an, das geht sogar so weit, dass er diesen Tod sehen will. Ich weiß es nicht, wie weit das da bei dem geht. Aber alleine schafft das halt nicht. Und dann hat er nun in seinem, das ist natürlich ein schlauer Zug, aber es gibt noch Leute, die sind noch schlauer, hat er natürlich festgestellt, dass Dampfer natürlich Radikale sind, freie Radikale sozusagen, und hat natürlich die härtesten Dampfer, also die beknacktesten Dampfer, für sich und für seine Mission, jemanden zu vernichten, im Internet und auch sonst das Leben anderer Leute zu vernichten, hat er sich natürlich so ein paar geisteskranke, faschistoide Dampfer an Laden gerudert, die da in seinem Blog, der hat auch noch so einen Blog laufen, und auch bei YouTube, also richtig hart da zur Sache gehen. Also die vernichten ja alles, was bei diesem Volker, der macht auch Hangouts, was bei denen in den Hangouts so rumsitzt und auch teilnimmt. Also die haben kommuniziert, jeder, der bei diesem Volker in den Hangout geht, ist ein Staatsfeind für die und wird vernichtet mit allen Mitteln. Das geht sogar so weit, dass zum Beispiel einer im Hangout sitzt, der da eigentlich gar nichts macht, der eigentlich zuhört und sehr, sehr vernünftig da agiert, hat aber dummerweise gesagt, er ist bei der Bundeswehr, dass sie den jetzt anscheißen wollen bei der Bundeswehr. Und die tun das auch. Also die haben schon dafür gesorgt, die haben schon für ganz schlimme Sachen gesorgt. Und das sind kranke Menschen. Das sind also Dampfer, Dampfer am Ende, Dampfer, der leistet einen Offenbarungseid. Und ich weiß nicht, was das soll. Also ich finde das hochgradig bedenklich. Das sind Kriminelle. Das sind Kriminelle, die meinen, andere Kriminelle vernichten zu müssen, in Anführungszeichen. Also Kindergarten findet da statt, aber auf einer Ebene, die selbstzerstörerisch ist. Ne? Ja, da ist nun dieser Volker, ist das Ziel dieser Typen, und wenn das Ziel erreicht ist, also wenn der beseitigt worden ist oder wie auch immer, dann stürzen sie wahrscheinlich auf den Nächsten. Ne? Also die haben einfach nichts anderes zu tun, als Leute zu stalken und komplett niederzumachen. Ja, zu diesen Typen gehört natürlich auch jeder, der sich bei Volker auf die Seite schlägt oder sagt, wieso, seine Videos finde ich unterhaltsam, das sage ich ja übrigens auch schon lange. In letzter Zeit nicht mehr ganz so, da komme ich gleich zu. Also seine Videos fand ich bisher immer sehr, sehr unterhaltsam, und weil sie einfach gemein sind und auch ein bisschen fies und so ein bisschen den Finger, wo er mit dem Finger so ein bisschen in der Wunde bohrt. Das ist in Ordnung. Wer bei YouTube ist, der muss ein dickes Fell haben. Habe ich natürlich auch. Und ich kriege da ja natürlich auch Gegenwind von diesen Dampfern. Habe ich bekommen. Das ist zum Glück eigentlich fast vorbei, bis auf ein paar Psychopathen, aber wie gesagt, die wollen mir da am Knie rumlecken, die trete ich weg und dann ist die Sache erledigt. Ne? Also so ein paar Typen habe ich da auch noch ein bisschen, die mich da so verfolgen und meinen, böse zu mir sein zu müssen. Aber diese Typen, die sind richtig hart drauf. Die sind richtig hart drauf. Ich werde diesen Blog auch nicht veröffentlichen oder Screenshots aus diesem Blog zeigen, weil das einfach irre sind und denen darf man auch keinerlei Plattform geben. Aber sie gibt es, und das ist schlimm, dass es die gibt, und auch schlimm, wie die so agieren und was die so denken und was die da so absondern. Also das sind im Grunde genommen, ja, Dampffaschisten und Verrückte und Geisteskranke. Ja, dass ich solche Leute natürlich als verrückt und geisteskrank empfinde, das ist meine persönliche Meinung. Das ist ja nun auch kein großes, das ist ja kein Staatsgeheimnis. Naja, was hat nun Volker gemacht in seiner Cleverness? Er hat sich den Nazis verschrien, also hat sich jetzt die Nazis in seinen Hangout geholt. Ne? Also da gibt es so, das finde ich persönlich echt scheiße, aber ist egal, muss er selber wissen. Also da gibt es so einen Nazi-Gandalf, so einen langhaarigen, Nazi-Gandalf gibt das. Dann gibt es noch Nazi-Dennis und noch verschiedene andere Leute. Also wirklich die ganz harte Neonazi-Klientel, also die ganz gefährlichen Leute. Und damit hat er es natürlich geschafft. Damit hat er es wahrscheinlich geschafft, dass nun auch der Verfassungsschutz und hier der Bundesnachrichtendienst auch ein Auge auf ihn hat. Aber ich weiß nicht, ob das Taktik ist.
Er hat sich jetzt die ganzen Nazis reingeholt, also wirklich ganz schlimme Typen, ne? Also ganz katastrophal. Und ich weiß auch nicht, wer so ein Content guckt. Ja, die mittlerweile sind da nur noch Nazis untereinander in Gange und verbreiten da also wirklich grenzwertigen Scheiß. Ne? Also wirklich, die sind wirklich durchgebrannt, ne? Die merken nichts mehr. Ne? Also ihr kennt mich ja, ich bin ja weder rechts noch links, ich bin irgendwie so in der Mitte. Ne? Und das soll alles ein bisschen normal sein. Aber die Typen, die sind richtig ausgebrannt und fertig und verbreiten einen geistigen Dünnschiss. Also wirklich, da würde ich auch fast sagen, also das geht gegen die Demokratie, was die da so ablassen. Also es ist also ganz, ganz gefährlich. Naja, jedenfalls dieser Volk, ich kann das ja mal so ein bisschen erzählen, zumindest so wie ich das empfinde. Jetzt rotze ich hier schon, warte mal, ich muss was trinken. Jedenfalls diese ganzen Irren, diese ganze Nazi-Bande, die sich dabei im Hangout rumtreibt und da irgendwelchen geistigen Bullshit absondert, also wirklich richtig harten Bullshit absondert, wo jeder normale Mensch nach 3 Minuten abschaltet. Das saugen natürlich diese Typen von diesem älteren, diesen Rollator, diesen Opa-Rollator, Rolli, nenne ich ihn mal, die saugen das natürlich in sich auf und publizieren natürlich auch diese ganze Nazi-Scheiße zum Teil auch bei denen im Blog. Das ist natürlich toll. Das ist genau das, was Volker gewollt hat, weil die gehen natürlich jetzt auch gegen den vor und gegen diese ganzen Nazis. Aber interessant an diesem Blog und an diesen Teilnehmern, die Volker vernichten wollen, ist ja, dass das ja alles selbst Nazis sind, weil die outen sich da ja auch als Nazis sozusagen. Aber gemäßigt, sag ich mal. Also sind schon Hardcore-Nazis, aber eben gemäßigte Hardcore-Nazis, was auch immer gemäßigte Hardcore-Nazi sein soll. Also richtig, also Idioten, die man von der Brücke kacken würde als normaler Mensch. Würde man ja sowieso alle, die im Block da aktiv sind. Ne? Aber die würden mal besonders schnell von der Brücke kacken. Das wären die ersten, die man da runter kacken würde. Ne? Aber dann nehmen sie natürlich den, also in diesem Block, das ist ganz interessant, woher weiß man, dass das auch so Nazis sind und Nazi-Sympathisanten sind? Ja, weil die natürlich diesen Nazi-Gandalf toll finden. Ne? Und das, was Volker mit Nazi-Gandalf macht, weil der ist auch ein bisschen fies wieder. Scheiße finden. Also die sind immer so ein bisschen kontra gebürstet und zeigen dadurch natürlich auch ihre politische Gesinnung. Das ist natürlich ganz, ganz wunderbar, weil der Verfassungsschutz, der sieht alles. Und ich nehme mal an, dass mittlerweile auch dieser Blog, den dieser Rollator-Opa da produziert, mittlerweile auch gemonitort wird von unseren Staatsorganen, was auch sehr, sehr gut so ist, weil gefährliche Leute sollte man auch monitoren, die sind ja zu allen fähig oder zu vielen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass viele alte Mitglieder aus Volkers Hangout mittlerweile komplett weggeblieben sind, weil die das natürlich nicht unterstützen mit den Nazis. Also ich sehe es genauso. Also ich würde da auch nicht reingehen wollen, weil das ist einfach gefährlich, was da läuft. Und die Typen in diesen Hangouts sind meiner Meinung nach auch hochgradig gefährlich. Die verpesten und verseuchen den Geist anderer Menschen. Es sind halt nur primitive Nazis in meinen Augen. Und die haben bei YouTube meiner Meinung nach überhaupt nichts verloren. Aber eben dieses Zusammenspiel zwischen Volker, der jetzt die Nazis benutzt, um seinen größten Stalker sozusagen zu eliminieren oder den Gegenwind zu bieten, ist natürlich eine clevere Geschichte. Weil also die Typen kommen niemals gegen diese Hardcore-Nazis an. Also wenn die sich auf den Rollator einschießen, na, herzlichen Glückwunsch, ey, dann fliegen da die Fetzen. Na. Und ich nehme auch an, das ist genau das Ziel, was Volker da so verfolgt. Na. Ich meine, eigentlich ist das so eine Art, sagt man dazu, Selbstverteidigung, ja, Notwehr. Man kann es als Notwehr einstufen, aber diese Typen sind halt gefährlich. Na. Also ich weiß nicht, was das soll. Und also ich schaue mir so einen Kram gar nicht mal an. Also wenn ich da schon sehe, politische Hangout und dann da einige Namen von irgendwelchen Hardcore-Nazis hier in Deutschland, sowas muss ich mir nicht geben. Also meine Zeit muss ich nicht verschwenden. Aber es ist natürlich ganz interessant, diese Screenshots. Ich könnte jetzt Screenshots von diesem komischen Blog, den dieser Rollator-Opa da fabriziert, könnte ich hier ein paar Hammer-Screenshots einblenden. Die wurden mir nämlich zugespielt. Ich habe da ja meine Perle-TV-Zuschauer, die versorgen mich natürlich immer mit solchem Material, weil die natürlich wissen, dass ich sowas in meiner Pressestelle, der Pressestelle, verwurste. Muss ich auch nochmal sagen, herzlichen Dank, aber das werde ich bei YouTube ja nicht zeigen und da will ich auch nicht drauf eingehen, aber ich werde da wahrscheinlich nochmal eine Sondersendung machen. Also sehr amüsant das Ganze. Ne? Also Katastrophe. Also solltet ihr noch Dampfer sein und solltet ihr YouTube-Dampfer-Kanäle gucken, einige, lasst es bleiben. Am besten ihr werdet nicht Raucher, weil denn könnt ihr zumindest sagen, also mit dieser Szene, mit dieser Irrenszene habe ich nichts zu tun. Also die werden immer extremer und schalten immer weiter in Gang rauf. Ne? Der eine, der stalkt, der andere,
der ist gehässig, dann wird wieder gestalkt, dann wird wieder gehässige Sachen gemacht. Und so schaukelt sich das immer weiter nach oben. Und das hat mittlerweile eine Klasse und eine Qualität erreicht, wo ich sagen würde, gefährlich. Insbesondere wenn der Geheimdienst da sicherlich ein Auge auf die Burschen hat, auf alle Beteiligten, die da in irgendeiner Art und Weise agieren. Sowohl auf Volkers Seite, da werden viele sicherlich auch im Fokus des Verfassungsschutzes stehen und da wird genau aufgepasst, was die da sagen. Das ist teilweise Volksverhetzung, was die da bringen. Und auf der anderen Seite die Sympathisanten in Rollator-Rollis Block, die Nazi-Gandalf-Sympathisanten, die manövrieren sich dann natürlich auch in das Fadenkreuz unseres Überwachungsstaates, in Anführungszeichen. Was auch gut so ist. Also bin ich absolut von überzeugt, man müsste solche Leute, muss man monitoren, man muss das, was die so fabrizieren im Internet, muss man genau im Auge behalten, weil das sind alles gefährliche Menschen. Und ein Teil Dampfer, klar, weil da hat Rollator-Olli ziemlich schnell geschnallt, dass Dampfer eben, das sind Extremisten. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt und das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Und zu den Extremisten gibt es natürlich immer noch was, nochmal Leute, die noch härter drauf sind. So, und so schaukelt sich das jetzt langsam nach oben, bis es mal richtig rums, ich glaube, bis es da irgendwann mal Tote gibt. Ich habe keine Ahnung, wo da die Reise hingeht. Also ich reise da nicht mit. Ich verfolge das eigentlich nur noch nicht mehr so direkt. Und viele Sachen werden mir ja, wie gesagt, zugespielt, aber das lese ich mir auch schon alles gar nicht mehr durch, weil das einfach zu plemplem ist. Also, Leute, haltet euch da weg von. Übrigens, ein Berliner gehört auch zu, ne? So ein Berliner Händler hier. Der hat bei mir auch schon so einen Unsinn gepostet. So ein, ja, einfach so ein Ossi. Irgend so ein peinlicher Ossi, so ein Plastemann, der in Berlin da wohl irgendwie Panscher ist. Ich habe keine Ahnung. Also, jedenfalls so ein Berliner Hirni. So ein dampfender Berliner Hirni. Der ist da natürlich auch. Und hier, da gibt es noch so eine andere, so mit Schnappatmung irgendwie, so eine. Ich sag da nichts zu. Wie ist sie noch hier? Dirty Diana oder so. Also, das sind alles Verrückte, ne? Säbelzahntiger. Und also, die können die alle in die Tonne hauen. Alles Idioten. In meinen Augen sind das alles Idioten, ne? Weil die echauffieren sich da öffentlich und machen einen Kindergarten. Ich meine, das geht ja noch, Kindergarten zu machen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber mittlerweile, wie gesagt, hat eine Klasse erreicht, wo man ganz, ganz weit Abstand nehmen muss. Und man sollte das auch nicht zu nah an sich ranlassen. Apropos zu nah an sich ranlassen, eine Geschichte ist mir wirklich nahe gegangen. Mein alter Freund, na, Freund möchte ich ihn nun nicht nennen, aber hin und wieder schreibe ich mal was. Götzi. Götzis Dampfer World. Götzi ist weg vom Fenster. Götzi hat gekündigt. Dem ist die alte weggelaufen. Job irgendwie, ja, jobtechnisch hat er sowieso irgendwie Zeitarbeit irgendwie was gehabt oder Zeitvertrag, so war das wohl, hat er gesagt. Zeitvertrag, denn ist seine 10-jährige Liebschaft, hat er es ausgenommen, hat eine neue kennengelernt, in die er sich unsterblich verliebt hat und mit der war er wohl relativ kurz zusammen. Die ist auch abgehauen, ohne Begründung. Ja, also die Begründung kann ich Götzi an dieser Stelle sagen. Mein lieber Götzi, wahrscheinlich, weil du Dampfer bist, ne? Weil die Dampfer sind so ein bisschen komisch. Und das wäre dir wahrscheinlich als Nichtraucher unter Umständen nicht passiert. Also du beschäftigst dich ja auch sehr mit diesem ganzen Suchtmüll. Und Frauen reagieren oftmals auf solchen Scheiß ein bisschen allergisch und verpissen sich. Ganz normal. Also Götzi, du bist nicht der erste Dampfer, den die Olle weggelaufen ist. Das ist ja ein Massenphänomen unter Dampfern, dass die Weiber da in Scharen abhauen. Das ist nichts Neues, ne? Aber was mich natürlich berührt hat, jetzt schließt sich der Kreis, was mich natürlich berührt hat, das ist, dass ihn das echt, also das ist ihm, also man hat das Video, ich kann das ja mal einblenden, also das Video müsst ihr euch mal angucken. Also das ist das erste Video, wo ich Götzi, also wo ich dem das richtig abnehme, was der da so erzählt. Also viele Sachen nehme ich dem ja gar nicht ab, ne? Also da macht er dann teilweise, lässt er einfach so sprudeln, das ist ja auch in Ordnung, das finde ich sehr unterhaltsam, ich mag den Götzi ja auch. Das ist das erste, jetzt muss ich mal hier fokussieren. Das war das erste Video von Götzi, wo der war echt so dicht vom Heulen, ne? Also der war richtig fertig, ne? Also Götzi, es wird dir wahrscheinlich, wenn du dieses jetzt hier sehen solltest, es wird dir wahrscheinlich kein großer Trost sein. Aber solche Sachen passieren halt. Das ist das Leben, das ist völlig normal. Und du wirst also in 3 Monaten scheint die Sonne wieder für dich. Oder ich weiß nicht, wie lange du dafür brauchst. Vielleicht nur 3 Tage, ne? Aber es hat mich schon so ein bisschen ergriffen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man hat da in diesem Video, das war das erste Video, das war richtig authentisch, hat man gesehen, wie er da gekämpft hat. Ne? Also da hat er richtig gekämpft mit sich. Ne? Und
Ich hätte es persönlich nicht unbedingt bei YouTube zur Sprache gebracht, weil es keinem was angeht, was privat so los ist. Also Götz Jahn hatte Zeit in der Sicht. Da hat ja wohl, glaube ich, irgendwie seine Mutter ist da ja ertrunken am letzten Urlaubstag da irgendwo in Spanien. Spanien, glaube ich, war das. Ich will mich doch nicht so tief reinhängen in die Geschichte. Also der hat richtig, richtig viel Mist gehabt. Jobtechnisch hat er wohl ordentlich Stress gehabt. Dann hat er gesundheitlich Stress gehabt. Dann rennen ihm die Alte weg. Dann rennen ihm die zweite Alte weg. Irgendwann dreht man dann auch durch. Ne? Beziehungsweise glaubt nicht mal an das Gute in der Welt. Also Götzi, wenn es dir ein Trost ist, er würde jetzt aufhören mit Videos. Würde ich an seiner Stelle gar nicht machen. Er soll einfach sein Ding weiter durchziehen. Wenn er Lust auf Videos hat, soll er Videos machen. Also sich von YouTube verabschieden. Auch wenn er zum Beispiel nicht mehr dampfen sollte, wenn er jetzt das Dampfen aufhören sollte, was das Beste, was mein Tipp für ihn wäre, dann würde ich mich aus YouTube nicht zurückziehen. Dazu ist er einfach zu unterhaltsam und einfach ein geiler Macker. Ne? Ist einfach ein cooler Typ. Also ich mag den gerne zuhören und was der so erzählt. Das ist einfach netter. Ne? Vielleicht noch ein bisschen sensibel, weil bei YouTube muss man echt ein dickes Fell haben. Ich weiß, wovon ich da spreche. Und dieses dicke Fell, denke ich mal, habe ich. Also da an mir prallt ja nun auch viel ab. Nicht alles, aber fast alles. Und sowas würde ich zum Beispiel bei YouTube nie erzählen. Aber ich kann es nachvollziehen, weil die Weiber reagieren auf diesen ganzen Suchtscheiß. Ja, es geht schon beim Rauchen los und beim Dampfen ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Das Rauchen und das Dampfen ist schon was anderes. Also als Raucher, kommen die Frauen noch mit klar. Als Dampfer wird es nachher gefährlich, weil man sehr viel Zeit in diesen Unsinn investiert. Und das sehen die Weiber nachher irgendwann nicht mehr ein. Dann sagen die sich, ey, der beschäftigt sich nur noch mit seinem Dampfkram. Und wo bleib ich nachher? Ich bleibe hier komplett auf der Strecke, weil der irgendwelche YouTube-Videos machen muss oder irgend so ein Scheiß da in die Welt rausposaunt, weil der sich nur noch in irgendwelchen schwachsinnigen Foren oder bei Facebook rumtreibt und nur noch mit Bekloppten und Geisteskranken kommuniziert. Also auch Suchtkrüppeln. Dann drehen die Weiber durch. Mit Recht. Finde ich auch okay so. Also das ging mir echt nahe mit Götzi. Finde ich ein bisschen schade, weil das denke ich mal, so genau kenne ich ihn nicht. Aber so von dem Feeling her würde ich mal so sagen, das hat er nicht verdient. Ne? Dafür ist er einfach zu gut. Ne? Er wurde jetzt, das Leben hat ihn bestraft. Ne? Schade. Wirklich schade. Und auch schade, dass Volker da auf so einen Pfad gekommen ist, den ich persönlich nicht ganz nachvollziehen kann. Also ich kann schon nachvollziehen als Notwehr sozusagen, dass er sich jetzt die ganzen Radikalen ins Boot holt. Aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was er da fabriziert. Also er vergiftet auch die Gedanken der Zuschauer so ein bisschen. Kleine Kritik. Also Folge, wenn du das hier sehen solltest, das würde ich mir nochmal überlegen. Hier passt natürlich auf, aber solche Typen wie hier Nazi Gandalf und diesen Dennis und diesen ganzen anderen behackten Obernazis. Ey, die würde ich bei mir gar nicht im Hangout zulassen. Die hätten bei mir totales Hausverbot, weil das geht einfach nicht, was die da so absondern. Das ist also, das verstößt gegen die Menschenwürde, verstößt eigentlich gegen alles. Ne? Also weiß ich nicht, was das für Kreaturen sind. Aber die sollen ruhig machen. Ist in Ordnung. Da wird auch aufgepasst, dass die keinen Scheiß bauen. Die werden beobachtet. Und auch jeder wahrscheinlich, der sich an diesen Hangouts beteiligt, wird wohl auch in den Fokus ins Fadenkreuz geraten. Und das finde ich ganz, ganz gefährlich für die Teilnehmer. Also, lasst es bleiben, orientiert euch wieder, erdet euch. Es gibt so viele interessante Themen für Hangouts, da muss man nicht diesen ganzen Faschos, da muss man den Faschos da nicht irgendwie ein Forum bieten. Er macht es wahrscheinlich deswegen, um starke und freie Radikale hinter sich zu haben, die den anderen freien Radikalen richtig, richtig Probleme machen können, weil die sind ja keine Kinder von Traurigkeit. Also die gehen da ja, also muss man vorsichtig sein mit dem linken Spektrum und mit dem rechten Spektrum. Also aus diesen ganzen extremen Bereichen der Politik würde ich mich persönlich komplett raushalten, das tue ich auch. Aber ich wollte es nur mal sagen, dass ich die Scheiße finde, dass ich es blöd finde. Aber es muss jeder selber wissen. Ich meine, ich weiß, warum er es macht. Weil, um diese Terrorbande da loszuwerden oder dem was entgegenzusetzen, richtigen Fund entgegenzusetzen. Aber es ist der falsche Weg. Es ist nicht richtig, weil, ja, okay. Ja, nächstes Thema. Wen habe ich denn da noch? Dann habe ich noch den Steamer 7. Also Steamer 7, das ist ja so ein Grieche, so ein dampfender Grieche, oder ich weiß nicht, ich glaube, der dampft gar nicht mehr, ne? Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich auch mittlerweile nicht Raucher geworden, löblich. Der stand ja auch schon auf der Abschussliste von diesen ganzen Psychopathen hier. Rollator Rolli und seine Terror-Crew sozusagen. Also die haben den ja auch hart bearbeitet. Und die wissen ja auch, wie man die Leute bearbeiten muss, sodass die
Angst kriegen und den Schwanz einkneifen. Und ja, da habe ich dann mal was unter eins von seinen Videos. Der ist ja momentan so auf Abnehmen und Essen und gut essen und gesund essen, sich gesund ernähren. Und das passt natürlich diesen Typen nicht, weil die wollen natürlich Dampfthemen haben oder eben Themen haben, wo man sich gegenseitig ins Knie fickt. Also wo ein Dampfer den anderen Dampfer ins Knie fickt. Also, ne? Ficke niemals einen Ficker, ne? Ficke niemals Perle. Ne? Also da hatte ich dann auch mal einen Kommentar reingehauen bei dem unter seinem Video. Ich schreibe keine Kommentare bei YouTube, aber hin und wieder mache ich mal Ausnahme bei netten Menschen. Bei Götzi hätte ich es gerne auch getan, weil, ja, aber Götzi hat leider seine Kommentarfunktion gesperrt. Da hätte ich ihm natürlich eine E-Mail schicken können. Aber nun habe ich es auch über diesen Weg gemacht. Ja, also Steamer7 sei gegrüßt an dieser Stelle. Halte dich aus diesem ganzen Dampfkram, meiner Meinung nach. Führe deinen Weg weiter fort und lass dich da nicht beeinflussen von irgendwelchen Dampfern und Leuten, die einfach auf der Strecke geblieben sind. Du bist einfach ein unterhaltsamer Typ, du bist durchgeknallt. Das ist in Ordnung, so was du so machst. Und lass dich da nicht anficken von irgendwelchen Spinnern, in Anführungszeichen Spinner. Ne? Lass dich da nicht anficken, mach dein Ding und reagier gar nicht darauf und kick die raus. Wenn dir einer doof kommt, kickst du die Kommentare weg und dann ist die Sache erledigt. Ne? Fertig. Das, wie gesagt, am Knie rumlecken, wegtreten, erledigt. Ne? Dann gar nicht ernst nehmen. Ne? Ja, diesen Kommentar habe ich natürlich nach 5 Minuten gleich wieder gelöscht, weil ich ja weiß, dass Steamer7 den auch bekommen hat. Aber ich kann ihn ja hier auch nochmal einblenden. Weil ich möchte das nicht. Bei YouTube schreibe ich eigentlich generell keine Kommentare. Ich mache aber hin und wieder mal eine Ausnahme. Das ist aber ganz, ganz selten. Also das, also einmal im Jahr oder alle 2 Jahre ein Kommentar, das wäre bei mir schon viel. Genauso Hangouts. Dann nehme ich natürlich auch nicht an allen Hangouts teil. Im Grunde genommen nehme ich an gar keinen Hangouts teil. Nur Hangouts, wo ich der Meinung bin, die sind unterhaltsam. Also Volkers Hangouts fand ich mal unterhaltsam. In letzter Zeit gehen die mir zu sehr. Also hat er da Klientel, also da halte ich echt Abstand, weil das möchte ich weder hören noch sehen, also weiß ich nicht. Aber jedem das seine, ne? Wenn er meint damit, eine Zielgruppe zu erreichen, soll er machen. Also meins ist es nicht. Sonst habe ich alle abgehakt, ne? Also der Krieg, der so in der Dampfer-Szene abgeht, wo Volker sich meiner Meinung nach im Grunde genommen verteidigt, aber mit unlauteren Mitteln. Und diese anderen Heinis, die sind natürlich genauso hart drauf, wenn nicht sogar noch härter. Diese Gruppe, die sich um diesen Rollator-Rolli geschart hat. Also halte da die Finger von, lest diesen Kram nicht. Ich lese mir den Kram ja auch nicht durch, aber hin und wieder kriege ich eben Screenshots für meine Pressestelle, der Pressestelle, um die Leute so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, was natürlich sehr gut funktioniert, weil die sind alle geisteskrank, die sind ja nicht ganz dicht. Man sollte diesen Leuten nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Ganz, ganz wichtiger Tipp von mir. Und haltet euch da raus, auch diese Berliner Händler. Guckt diesen Scheiß nicht. Es gibt auf YouTube so viele schöne Sachen, wie zum Beispiel meine Videos. Mittlerweile habe ich auch schon mit Schrecken festgestellt, dass ich 7920 oder 18 Abonnenten habe. Das geht immer weiter rauf, obwohl ich gar keine Videos gemacht habe. Aber einige Parts von meinen Videos verteilen sich so im Internet und werden da als Basis genommen. Und die Leute gucken das natürlich und pumpen ist ein Abo bei mir da. Weil ich habe daher, ziemlich interessanten gemischten Content bei mir auf dem Channel. Und meine Videos sind hoffentlich auch ein bisschen unterhaltsam. Ich weiß es nicht. Aber den Leuten gefällt es. Und das ist natürlich für mich das tollste Lob, was man bekommen kann. Skull. Ja, das war jetzt wieder ein Newsbreak. Aber irgendwie erschreckend. Ne? Erschreckend. Also Linksradikale, Rechtsradikale. Leute, mein Tipp. Verseucht euch gar nicht erst mit so einem Gedankengut. Aber wenn ihr euch verseuchen wollt, macht es. Mir ist das egal. Es geht mich alles im Grunde ja auch nichts an. Aber ich gucke mir so einen Scheiß nicht mehr an. Und das muss ich nicht haben. Bin immer für lustige Sachen. Auch Volker macht noch weiterhin lustige Sachen. Aber immer wenn diese Radikalen da, die freien Radikale da im Spiel sind, ey, dann schalte ich ganz schnell ab. So einen Kram gucke ich mir nicht an, weil ich das einfach gefährlich und gefährlich finde. Für alle Beteiligten übrigens. So, nun kommen wir mal zum Video. Ich hatte ja gesagt, nun kommen wir mal zur QD, die in so einem lustigen Karton geliefert wird, zur QD 900 von ESCAM und stellt da den Fokus ein. Wie gesagt, ich hatte die Kamera ja zerlegt, weil ich sie sowieso zerlegen wollte, weil dieses Modul hier vorne noch im Einsatz ist. Also im Zulauf ist vom Banggood, weil die Kamera ja nach 6 Minuten abschaltet. Hatte ich ja vorhin schon mal erzählt. Das warum habe ich, glaube ich, gefunden. Das ist nämlich nicht das ER-Modul, das ist einfach nur ein Temperaturproblem. Das hatte ich ja gleich
kommuniziert und gleich die Vermutung gehabt. Weil eine gewisse Zeit funktioniert sie, und wenn die Wärme zunimmt, wenn die Temperatur zunimmt, funktionieren einige Funktionen nicht mehr. Das ist dann immer ein Zeichen dafür, dass man unter Umständen ein Temperaturproblem hat. Aber okay. Ich werde es einfach mal abwarten und das neue Infrarotmodul hier nachher einbauen. Ja, wie gesagt, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass ich unten meine Solarinstallation, die ist jetzt soweit fertig, da habe ich noch dieses 10 Watt Flutlicht installiert, die ES-Cam habe ich noch installiert, habe da im Schuppen dann nochmal alles neu, ein bisschen anders verlegt. Da kommt jetzt in Kürze mein dritter Teil meines Solarvideos. Und könnt ihr euch darauf freuen, das wird bestimmt interessant, euch das mal anzugucken im laufenden Betrieb. Und auch meine Solaranlage, die monitore ich natürlich auch jeden Tag und schreibe auch jeden Tag was dazu bei mir im Forum. Ich kann das ja mal einblenden. Da mache ich immer so Screenshots von meinen Tageserträgen, die ja im Grunde genommen die Verbrauchs-, also mein Tagesertrag ist in der Regel der Verbrauch, den meine Dummy Foscam bisher immer produziert hatte. Die 110 Wattstunden sozusagen, die habe ich in meinem Nachtsichtmodus dauerhaft laufen gehabt, um möglichst viel Strom zu verbrauchen. Also 110 Watt sind da mal so, oder 120 Watt sind da flöten gegangen. Manchmal sogar 130. Warte mal, lass mal überlegen. Ich glaube 130, 0,13 Kilowattstunden sind da pro alle 24 Stunden flöten gegangen. Und ja, also dieser Verbrauch, der wird natürlich immer fleißig von meiner Anlage aufgefüllt. Und also das funktioniert ganz gut. Also wird was verbraucht und am nächsten Tag lädt mein EP Solar ein Solarregler mit den beiden kleinen Modulen, die ich auf dem Dach habe, fröhlich diese verbrauchte Energie nach. Aber auch nicht mehr. Na ja, klar, irgendwo, wenn Akku voll, den Akku voll. Ne? Dann wird der Kram verbrannt im Solarregler. Ne? Also es funktioniert ganz gut. Die Balance stimmt. Also Akku ist immer voll. Ja. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, Solaranlage. Okay. Nun hatte ich ja heute die ES-Cam, die ich aus GearBest mir geschickt, aus Köln kam die, von GearBest, in China bestellt, aus Köln geliefert, per DHL. Was ist denn? Ne, dieser Karton ist das gar nicht, das ist ja der Banggood-Karton. Der Karton, den habe ich schon eingelagert. Die habe ich draußen installiert und das ist mir eben aufgefallen, was ich euch vorhin schon gezeigt hatte, dass ich glaube, das Bild ein bisschen unscharf ist, dass ich da eventuell am Fokus rumfummeln muss. Und dann dachte ich mir, aha, was liegt denn näher? Also an der ES-Cam habe ich bisher noch nicht rumgefummelt, aber dann dachte ich mir, warte mal, dadurch, dass du das Ding sowieso zerlegen musst, ist doch kein Problem, dann guck dir mal an, was da so drin ist, wie ist das ganze Teil montiert. Du musst es sowieso zerlegen und dann kannst du ja auch gleich mal gucken, kann man eventuell den Fokus einstellen. Kann man. Ja, ist auch wieder, die Optik ist zum Drehen, die ist das im Gewinde drin, die kann man rein und raus drehen und unten ist quasi nochmal so ein Kontering, wo man die Linse sozusagen kontern kann, wenn der Fokus denn stimmt. So, nun würde ich mal mit euch ganz gerne runterschwenken wollen. Hier nochmal ein bisschen Licht drauf schmeißen. Ich hoffe, das funktioniert, ohne dass es gleich zu sehr flimmert. Und dann zeige ich euch mal so ein bisschen die Einzelteile und dann zeige ich euch auch gleich mal das Problem, was wahrscheinlich meine Kamera hat. Bis gleich. Achso, übrigens, wir werden gleich, wenn ich runtergeschwenkt habe, werden wir die Kamera wieder zusammenbauen. Das bedeutet für euch natürlich, wenn ich sie jetzt gleich komplett montieren werde, das bedeutet für euch natürlich, wenn ihr das Video sozusagen rückwärts gucken würdet, also die Schritte, die ich jetzt gleich machen werde bei der Montage, wieder umgekehrt macht, dann habt ihr die Kamera genauso demontiert. Ne? Weil es bringt jetzt nichts, die Kamera wieder zusammenzubauen, um mit euch auseinanderzubauen, um sie danach wieder zusammenzubauen. Also völliger Nonsens. Ne? Also ich baue sie jetzt für euch jetzt gleich, jetzt im zerlegten Zustand, baue ich sie wieder zusammen und sage, dann seht ihr ja, wie die Demontage funktioniert. So, also ES-Cam zerlegen, beziehungsweise jetzt bauen wir sie wieder zusammen. Aber ich sage euch jetzt gleich, wie man den Fokus einstellt. Komme ich gleich drauf zu sprechen. Schwenken wir mal runter. Also, hier haben wir meine kleine süße ES-Cam im zerlegten Zustand, sozusagen. Und es fängt schon wieder an zu flimmern. Ich fasse es nicht. Na gut, dann lass es ein bisschen flimmern. Ist ja wurscht. Dann flimmert es halt ein bisschen. Ist ja kackegal. So, und das ist jetzt die ES-Cam hier. So. Im zerlegten Zustand. Wir wissen ja, hier hinten ist ja das Anschlusskabel, WLAN. Und hier ist nicht viel drin, außer natürlich so ein Silikasäckchen. Irgendwo ist es. Hier.
ist das Silikasäckchen. Für Feuchtigkeit, falls mal ein bisschen Feuchtigkeit reinkommen sollte. Das war wohl auch mal angeklebt. Hinten. Scheißegal. Klebe ich oder schmeiße ich da einfach hinten rein. Ist ja wurscht. Oder drück das da rein. So. Ja, und dann haben wir natürlich die Elektronik, die in verschiedenen Scheiben sozusagen, in verschiedenen Schichten hier so montiert ist. So sitzt das Ganze hier drin. Und das hier vorne ist das Infrarotmodul. Muss ich mal ein bisschen aufpassen hier, genau. Das hier ist das Infrarotmodul mit den 4 Infrarot-LEDs. Könnt ihr hier so ein bisschen sehen. Hier sind die LEDs und auf den LEDs stecken hier diese, ja, was ist das eigentlich? Das sind sicherlich so eine Art, ja, was könnte das sein? Durchguck. Wahrscheinlich wie so eine Lupe irgendwie, die Infrarotstrahlen sozusagen, die ja unsichtbar sind, sozusagen verteilen und fokussieren, nehme ich mal an. Das sind so wahrscheinlich so eine Fokus-Elemente. Weil sonst würde das Infrarotlicht wahrscheinlich in alle Richtungen spritzen. Das will man ja nicht. Man möchte ja so gucken, was ist vor der Kamera so los und den Bereich vor der Kamera ausleuchten. Und das kann man mit diesen Fokussierlinsen machen, denke ich mal. Deswegen setzen sie ja wahrscheinlich drauf. Dann haben wir hier vorne dieses kleine Modul hier vorne. Das ist also der Sensor für Hell-Dunkel. Wenn man es abdeckt, dann schalten die 4 Infrarot-LEDs ein, klackt das einmal in der Kamera und ist es wieder hell genug draußen, werden die wieder ausgeschaltet und dann hat man wieder ein Farbbild. Da hat man hier die 12 Volt Stromversorgung und. So, jetzt kommen wir mal zum interessanten Teil. Das ist die Kamera selbst. Die Kamera, wie ihr hier seht, hat hier vorne einen Ring. Dieser Ring sitzt, ich brauche mal eine Pinzette, dieser geriffelte Ring sitzt hier vorne oben auf, den habe ich schon festgeschraubt, der kontert diese Optik hier vorne. Dieses optische Teil, hier, das Teil, hier sieht man auch noch einen Teil vom Gewinde, lässt sich natürlich drehen. Wenn man diesen Ring hier vorne gegen den Uhrzeigersinn löst, also nach hier dreht, dann lässt sich hier vorne im Grunde genommen die gesamte Optik komplett rausschrauben und man hätte freie Sicht auf den Sensor. Das bedeutet natürlich auch, wenn man den hier schrauben kann, diesen hier, den Burschen, wenn man den schrauben kann, kann man natürlich auch den Fokus verändern. Dreht man ihn rein, wird es unscharf in der Entfernung. Dreht man ihn raus, wird es scharf. Und dreht man ihn noch weiter raus, wird es wieder unscharf. Also es gibt da einen Schärfepunkt. Man könnte natürlich auch sagen, pass mal auf, der Schärfepunkt soll jetzt hier vorne liegen. 4-5 cm vor, die Pinzette soll er fokussieren. Das bedeutet natürlich, wenn er die Pinzette fokussiert, alles, was weiter weg ist, wird dann wieder unscharf. Das wollen wir ja nicht haben. Bei der Überwachungskamera ist es ja so, dass die Kamera alles in der Entfernung scharf stellen soll. Und das ist, glaube ich, bei meiner Kamera, die ich jetzt uninstalliert habe, nicht ganz so der Fall. Das will ich aber erst morgen sehen. Aber das kann man einstellen, ganz einfach. Man zerlegt es, soweit wie ich es jetzt hier zerlegt habe, bis man hier an diesen Ring rankommt, an diesen Ring mit den Zahnrädern, damit man besser packen kann. Ja, dann löst man die Zahnräder einfach. Das ist einfach eine Überwurfmutter sozusagen, die Linse hier oben kontert. Man löst diesen Zahnradring, eine Viertelumdrehung, und dann kann man hier die Optik rein und rausschrauben und den Fokus entsprechend einstellen. Auf Makro-Modus sozusagen. Macht natürlich bei einer Überwachungskamera keinen Sinn, sondern man sollte ein Objekt anvisieren, was ein paar Meter weit weg ist. So. Und wenn das ein paar Meter weit, weg ist, dann ist auch alles andere im Hintergrund nachher scharf. Ich habe oben auf dem Spitzboden, das zeige ich euch gleich, habe ich das mal gemacht. Habe ich so eingestellt, dass quasi alles vor der Kamera, habe ich auf den Tisch gelegt, alles vor der Kamera scharf ist. Das war wirklich nur so ein Stück. Hat in dem Bereich, hier ist die Linse gewesen, in dem Bereich 5 cm alles scharf gehabt und dahinter war es unscharf. Ja, und dann habe ich dann gedreht und dann sieht man, wie der Fokus immer weiter nach hinten rauscht, bis er nachher zum Schluss bei mir an der Wand ist. Und wenn ich noch weiter drehe, fängt nachher die Wand an, wieder unscharf zu werden. Das heißt also, dann schießt man über das Ziel hinaus. Es gibt genau einen Punkt, der genau richtig ist. Und da sollte man immer einen Punkt nehmen, der möglichst weit weg ist. Und die Wand, die war auch nicht weit weg. Die war gerade mal, was weiß ich hier, 70 cm entfernt. Das ist eigentlich auch zu wenig. Also wenn ihr die Wand fokussiert,
Und die kann man halt draußen aufbauen, ist im Bereich 1, 2 Meter alles scharf, aber eben weiter weg nicht. Das wollen wir ja nicht. Die Kamera soll ja auch gerade weiter weg Objekte, sagen wir mal ab 1 Meter oder 1,50 Meter bis unendlich soll er scharf machen. Und das kann man relativ einfach machen, indem man im Raum ist, auf der anderen Seite vom Raum irgendwas hinhängt, hinstellt und darauf fokussiert und dann ist die Sache erledigt. Also dann dreht man das hin, bis es scharf ist, hält die Optik hier vorne fest, hält die Optik hier vorne fest und mit dem anderen Finger oder mit der anderen Hand dreht man diesen Überwurfring, diesen Konterring wieder fest. So, ich zeige euch das nochmal hier so. Ich hoffe, er macht das scharf. Ihr könnt es ganz gut sehen. Hier vorne ist der Ring. So, jetzt habe ich scharf. Hier vorne ist dieser Ring. Ich löse ihn jetzt nicht, weil ich es jetzt eingestellt habe, ne? Und den kann man dann lösen oder auch wieder festschrauben. Und damit fixiert man quasi das Vorderteil, was man drehen kann. Dieses Teil hier vorne mit der Glasoptik, das kann man nachher komplett drehen. Kann ich jetzt nicht drehen, weil ich ihn eben gekontert habe, diesen Ring. Also ziemlich simpel das Ganze. Ziemlich primitiv, aber wirkungsvoll. Und es kann schon sein, bei einigen Kameras, dass es dann eine Serienstreuung gibt, dass einige sehr, sehr scharf sind. Ich habe eine Kamera, die ist echt knackscharf. Und ich hoffe, ich habe die jetzt genauso eingestellt, dass die auch knackscharf ist. Das will ich morgen mal ausprobieren, indem ich mit dieser Kamera, die montiere ich gleich wieder, nach vorne gehe, neben meine andere Kamera hängen und einen 1:1-Vergleich mache. Dann sehe ich, ob ich den Fokus genau getroffen habe. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, die werden beide genauso rappelscharf, auch diese jetzt hier, genauso rappelscharfe Aufnahmen in den Kasten kriegen. So. Jetzt kann ich nochmal runtergehen und euch zeigen. Also machen wir erstmal. Jetzt muss ich aufpassen, ich schneide das ja alles zusammen. Jetzt zeige ich euch erstmal oben meine Einstellerei, also wo ich den Fokus eingestellt habe. Ne? Ring gelöst, diesen Zahnradring, den habe ich gelöst. Dann lässt sich die Optik frei drehen. So, und dann kann man dann reindrehen und rausdrehen. Und da zeige ich euch jetzt, wie sich die Schärfe dabei verändert. Und im ersten Part seht ihr, wie ich es auf dem Schreibtisch mache. Im Hintergrund, zum Beispiel mein Telefon, was da so steht, oder irgendwie dieses Schild, das mein gelbes Computerwarnschild sozusagen. Das habe ich dann nachher fokussiert und dann habe ich das Computerwarnschild auf die andere Seite vom Zimmer gestellt und dann sieht man auch schon, dass es auch nicht hundertprozentig scharf ist, also dass ich dann noch ein bisschen nachjustieren musste. Dass 70 cm einfach nicht ausreichen, einfach zu dicht ist. Dann hat man hier seinen Fokuspunkt und alles weiter unendlich wird wieder ein bisschen unscharf. Also das muss man optimieren. Sucht euch irgendein Objekt, was es 2-3 Meter entfernt ist und versucht das scharf zu kriegen. Und wenn das in 2-3 Metern scharf ist, ist das auch in 20 Metern scharf. So, und das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß.
Habt ihr gesehen, ne? Wie sich der Schärfebereich verändert und dass das ganz, ganz ausgezeichnet funktioniert und überhaupt keine Probleme gibt. Wenn ihr den Schärfepunkt gefunden habt, müsst ihr aufpassen, weil das vordere Teil lässt sich ziemlich leicht wieder verstellen. Also wenn man den Ring zum Beispiel kontert, kann es sein, dass sich die Optik beim Kontern mit ein bisschen verdreht. Also dann wandert man wieder in die Unschärfe rein. Also wirklich, da müsst ihr aufpassen. Das habt ihr auch im Teil von meinem Video von den letzten Sekunden gesehen, dass ich ein paar Mal das wiederholen musste, um eben die Kamera zu fixieren und den Ring zu kontern, anzuziehen, ohne dabei die Position zu verändern. Das ist ein bisschen fummelig, aber man muss auch nicht viel Kraft aufwenden. Also einfach nur kontern, handfest kontern, dass sich das vorne nicht lösen kann. Fertig. Die Kamera hängt ja nachher, die hat ja nichts zu halten. Die ist ja nicht im Auto oder wird mit einer Rakete durch die Gegend geschossen. Also passt schon, hält. Einstellen, kontern, fertig. So, nun kommen wir zu dem Teil des Zusammenbaus. Und wir werden das jetzt komplett wieder montieren. Und nachdem ich es komplett montiert habe, wisst ihr natürlich auch, wie man es demontieren kann. So, jetzt schwenke ich mal wieder runter. Und dann bauen wir sie jetzt wieder zusammen. Und dann zeige ich euch jetzt als erstes erstmal gleich, bevor ich sie zusammenbaue, was meine Vermutung ist, was nicht in Ordnung ist. Ich glaube, ich habe die Fehler gefunden. So. Hier haben wir wieder meine Operationsfläche. So, und jetzt gehe ich mal möglichst dicht ran und dann zeige ich euch mal wahrscheinlich das Problem. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen hier. Ding. So, schaut euch das mal an. Fällt euch was auf? Hier vorne ist ein Kühlkörper. Der wird richtig heiß im Betrieb. Also da habe ich mir fast die Finger dran verbrannt. Ja, der Kühlkörper, kann man das ein bisschen sehen? Hier vorne kann man sehen und hier an der Ecke kann man sehen. Der Chip sitzt natürlich, der verbaute zu kühlende Chip sitzt natürlich hier rechtwinklig drauf auf der Leiterplatte. So wie sie das gehört. Der Kühlkörper, der ist total verdreht und Teile des Chips, und nicht zu knapp, hier vorne und hier, liegen frei. Hier und hier vorne. Na, hinten in der Ecke natürlich das gleiche, aber das ganze Ding ist komplett verschoben. Der sitzt gar nicht richtig auf dem Chip drauf und kann wahrscheinlich auch gar nicht richtig kühlen. Also ich werde ihn jetzt wieder montieren und wenn ich das gleiche Problem wieder habe, will ich diesen Kühlkörper runterreißen. Der ist hier mit so einer klebrigen Wärmeleitpaste wahrscheinlich, oder Wärmeleitpastenkleber befestigt, will ich diesen Kühlkörper runterreißen, das alles reinigen und mit neuem frischen Kleber den Kühlkörper mal sauber hier aufbringen, auf diesen Chip und dann mal gucken, ob der Fehler dann weg ist. Ich nehme es fast an, weil dieser Kühlkörper, wie gesagt, der wird richtig, richtig heiß und dass der Chip natürlich an einigen Stellen komplett ungekühlt frei liegt sozusagen, das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Das sieht mir fast so aus. Auch schaut euch mal an, wie hier rumgekleckert worden ist. Das ist nach der Montage, dass sich der Kühlkörper verschoben hat. Und das kann die Erklärung sein. Und der hat sich richtig verschoben. Der sitzt richtig schief drauf. Und hier unten, wenn man genau guckt, könnt ihr gar nicht sehen, ist sogar noch Luft. Also zumindest bilde ich mir das ein. Ich weiß nicht, ob ich das fokussiert bekomme. Das sieht alles scheiße aus. Also der ist richtig mistig befestigt. Und das kann schon eine Ursache dafür sein, dass die nach 5-6 Minuten abkackt, die Kiste, wenn sie Wärme produziert, weil er die Wärme einfach nicht mehr vernünftig los wird und der Chip überhitzt. Nehme ich fast an. Also das ist meine persönliche Vermutung. So. Vermutung hin oder her, jetzt bauen wir das Ding wieder zusammen. So ist besser, ne? Jetzt habe ich den Weißabgleich mal ein bisschen anders eingestellt. Lassen wir so laufen. Das müsste jetzt für euch ein bisschen besser sichtbar sein. Jetzt könnte ich euch vielleicht noch mal ein bisschen besser den Chip zeigen, ne? So, hier, schaut es euch an. Das Elend. Also, scheint verrutscht zu sein. Und er konnte wohl nicht weiter verrutschen, weil hier dieses WLAN-Modul war. Ist aber wahrscheinlich gegen geknallt, ich habe keine Ahnung. Also, das ist, könnte das der Grund des Fehlverhaltens sein. Des Fehlerverhaltens dieser Kamera. So, nun bauen wir sie wieder zusammen. Das vordere Teil hier vorne ist natürlich die Infrarotbeleuchtung. So, und ich habe mir beim Zerlegen natürlich aufgeschrieben, bei der Infrarotbeleuchtung ist es natürlich so, dass wir hier unten auch den Sensor haben, den Helligkeitssensor. Und das muss natürlich alles definiert richtig eingebaut werden, damit die Kamera auch die richtige Ausrichtung hat und nachher nicht auf dem Kopf steht, ne?
Und da habe ich mir hier an der Leiterplatte habe ich mir hier so Markierungen gemacht. Ich suche die gerade. Hier sind sie. Hier und irgendwo habe ich hier auch noch eine Markierung. Hier. Wartet mal. So. Jetzt komme ich immer ein bisschen durch Tüdel hier. Wartet mal. So. Also ihr seht schon, hier vorne war es schwarzes, habe ich mit dem Edding markiert. Dann habe ich die Leiterplatte mit dem Edding markiert und die, damit ich immer weiß, die drei Dinger müssen immer so zusammengebaut werden und nicht um 180 Grad verdreht, weil das wäre natürlich fatal. Wegen der Ausrichtung hier, ne? Das ist immer unten. Damit die, wenn ich ihn jetzt andersrum verbauen würde um 90 Grad, hätte ich das Bild seitlich nachher, wenn ich die Kamera aufrecht hinstelle. Wir wollen ja, wenn die Kamera normal steht, also so steht, und diesen so guckt, dass das Bild auch aufrecht ist. So, also als erstes kommt hier erstmal, seht ihr ja schon, ihr könnt euch jetzt denken, was jetzt passiert. Hier kommen vier Schrauben rein. 1, 2, 3, 4. So, jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen weiter raus. Fokussiere das noch ein bisschen. So. Und schraube jetzt den Kram fest mit diesen vier Schrauben. Wartet mal. Genau. So, das eine, ihr seht es hier schon, hier sind die vier Schrauben. Und das eine schwarze Schraube dabei. Warum die schwarze Schraube dabei ist, weiß ich nicht. Aber ich habe mir da, wo die schwarze drin war, die Stelle markiert. Schwarz. Damit ich weiß, die Schraube kommt hier rein. Habe ich wieder so den alten Zustand. Zack, eine. Zwei. Vier kreuzte Schrauben sind das. Drei. Vier. Hier die vier Schrauben rein. Moment mal, ich fokussiere mal den Stift hier. Tja, mal nichts zu halten, nachher kommt ab. Also so ein bisschen mit Gefühl anziehen und fertig. So das. Jetzt müssen wir, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt kommen diese vier Ötels hier zum Einsatz. Diese vier Strahler. So, und die werden einfach nur gesteckt. Jetzt muss ich mal gucken hier, dass ich sie hier richtig reinstopfe. Da bin ich wieder. Ja, drei hängen schon. So, und hier ist der vierte. Also, da muss man aufpassen. Die lassen sich nicht so einfach montieren. Die müssen natürlich plan aufliegen, die Teile. Und da scheint jeder seine Spezialposition zu haben. Also beim Auseinandernehmen markiert euch die irgendwie mit, auch wieder mit Punkten oder sowas, damit ihr immer wisst, hier macht einen Punkt drauf, einen Punkt und hier einen Strich, zwei Punkte, zwei Striche, drei Punkte, drei Striche, damit ihr immer wisst, die Einbauposition, wo nun welche Laterne, an welcher Position welche Laterne abgefummelt worden ist. So, jetzt sind sie alle drauf, liegen alle plan auf. Alles gut. So, nun kommt das nächste. Nun werden wir, nachdem das jetzt installiert ist, werden wir, hier vorne ist ja die Kamera hinter, hier sind diese vier Strahler, die Infrarotstrahler, und hier unten ist der Helligkeitssensor. Das ist ja der hier. Seht ihr? Muss dann auch so montiert werden. Das werden wir gleich tun, allerdings vorher die Kameralinse reinigen, weil wir da ja drauf rumgefummelt haben. Dann nehme ich jetzt mal mein Lenspan und reinige die Linse. So. Gucken.
dass hier kein Staub drauf ist. Und keine Fetttapser, ne? Richtig, wichtig. Sieht gut aus. Das mache ich auch von innen hier. Hier könnte ja auch Staub drin sein. So, ein Pinsel. Den Staub entfernen. Gibt es übrigens auch bei Banggood. Und hier innen drin das Glas reinigen. Sieht gut aus. Da sollte natürlich möglichst wenig Staub und Dreck drin sein. So, jetzt wird der ganze Plumperquatsch verschraubt. Hier haben wir drei Schraubmöglichkeiten. Jetzt muss ich mal gucken. Zwei, das ist eigentlich egal, ne? Ne, ist nicht egal. So muss es, klar, hier unten kommt ja, hier vorne kommt ja unser Sensor hin, der hier unten sitzt. Und wird das Ganze hier so eingebracht und mit drei Schrauben verschraubt, die hier liegen. Eins, zwei. Die wollen wir uns mal als erstes schnappen. Eins. Zwei. Und der dritte Steg sitzt hier vorne. Drei. Mal gucken hier. Hier. Jetzt ein Fehler, die hier anzuziehen. Ein bisschen Bewegung könnt ihr gerne noch haben. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, das war's dann soweit. Dann wird dieses ganze Modul, dieses hier schon eine Schraube raus gefallen. Hier seht ihr hier diesen Gummiring, wichtig wegen wasserdicht und so. Der muss natürlich, die Schraube muss natürlich durch diesen Gummiring hier durch. Moment. Und wird dann mit dem Gehäuse nachher verschraubt. So. Okay, ist durch. Hier ist auch durch. So, dann wird der ganze Kram hier, den ihr hier seht, ziehe ich mal hier hinten am Kabel. Das habe ich natürlich reingedrückt, das ist, steckt in so eine Gummimuffe drin sozusagen. Ziehe das Ganze so ein bisschen zurück, bis es nicht weiter geht. Jetzt. Ja. Genau. Weiter geht's nicht. Und steckt das dann hier rein. Und achte darauf, dass diese Gummidichtung sauber außen rum läuft. Und schraubt das fest. Und dazu ist der Schraubendreher ein bisschen klein. Weil dann ist das Gehäuse nach vorne hin abgedichtet mit dieser Gummidichtung. Ja, schraubt die Geschichte handfest. Ihr wisst ja, nach fest kommt ab. Ein bisschen kann man euch geben, damit die Gummidichtung sich hier außenrum schön ans Gehäuse anschmiegt und ranquetscht, dass das Ding von vorne wasserdicht ist, wassergeschützt. Und hinten gibt es keinen Bedarf. Da ist unter diesem Ring ist sowieso noch eine Gummidichtung. Zum Auseinandernehmen macht es natürlich Sinn, wenn man die Elektronik rauszieht, dass man hier hinten an dem Kabel ein bisschen drückt. Also ein Stück vom Kabel, das ungefähr so lang hatte ich es reingedrückt in das Gehäuse, damit ich die Elektronik weiter rausziehen kann. Ohne dass ich die Kabel alle abstecken muss. Und das war's. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und auseinandernehmen eben in umgekehrter Reihenfolge. Aber wie gesagt, denkt dran, bei diesen vier Funzeln hier, macht euch dann eine Markierung. Das hatte ich nicht gemacht. Das musste ich jetzt durch Experimentieren rausfinden, welche Funzel nun genau auf welche Position gehört.
und an, man kann sie ja dann immer noch dreifach drehen und in einer Position funktionieren, kriegt man sie über die LEDs rüber. Echt fummelige Geschichte, da war ich eben echt 10 Minuten in Gange, bis ich da die richtige, den richtigen LED, wie heißen die Dinger hier, Reflektor oder wie man das auch immer schimpfen sollte, den richtigen LED-Reflektor oder Infrarot-LED-Reflektor an die richtige Position gebracht habe. Ich hatte die einfach alle vier abgezogen und dann flogen die hier einzeln auf den Tisch rum und jetzt musste ich eben in manueller Kleinarbeit sozusagen einnehmen, drehen, funktioniert nicht, drehen, funktioniert nicht, nächste Position, funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht. Und so habe ich mich dann so Stück für Stück durchgearbeitet. Damit euch das nicht passiert, markiert euch die. Und auch die drei Leiterplatten, die ihr da gesehen habt, die Infrarot-LED-Leiterplatte und die zwei Hauptplatinen, dass ihr euch da mal einen Strich macht, damit ihr immer wisst, in welche Richtung die reingehören, dass die immer parallel verschraubt werden. Wenn ich die nämlich jetzt hier falsch rum reingeschraubt hätte und die Leiterplatten innen drin, die ja quadratisch sind, jetzt um 90 Grad verdreht wären, hätte ich natürlich ein Bild auf dem Kopf stehen oder seitlich stehen. Das wäre natürlich doof. Und so hätte ich jetzt ein Bild wieder in der alten Position, also sprich defaultmäßig gerade aus und oben ist oben und unten ist unten, so wie sich das gehört. Ja, haben wir sie wieder montiert. Jetzt gehe ich wieder nach oben und mache das normale Licht an. Dazu schalte ich euch jetzt mal aus. So. Und ihr seht, der Weißabgleich stimmt natürlich nicht, also ändere ich ihn wieder. Da ist der Perle wieder mit korrektem Weißabgleich. Halbwegs korrekt zumindest. Ja, also ihr habt gesehen, alles keine Zauberei. Die S-Cam zu zerlegen und auch wieder zusammenzubauen und den Fokus einzustellen. Wenn man da ein bisschen vorsichtig vorgeht, ist das alles kein Thema. Ich brauche sie jetzt auch nicht probieren, ob sie noch funktionieren. Natürlich wird sie funktionieren. Aber nach dem Video könnte ich ja nochmal raufgehen. Und nochmal ausprobieren, ob sie jetzt wieder nach 6 Minuten abkackt oder 7 Minuten. Immer wenn ich das Licht ausmache und die Infrarot-LEDs kommen. Das passiert nämlich nach 7 Minuten und dann hängt er. Das war ja das Problem. Und ich nehme an, der Kühlkörper könnte unter Umständen dafür verantwortlich sein. Also so wie der montiert ist, eine Katastrophe. Und im auseinandergebauten Zustand kackt er eben nicht ab. Und wenn ich da mit dem Finger rangehe, ist er richtig heiß. Ne? Also das Ding, der muss richtig Wärme an die Umgebung abgeben. Und das macht Aluminium ja hervorragend. Dafür nimmt es aber eher Wärme schlechter an. Gibt ja Kupfer und Aluminium als Kühlkörper. Kupfer nimmt sehr schnell die Wärme an, aber gibt sie schlecht wieder ab an die Luft. Und bei Alu ist das eher umgekehrt. Nimmt mäßig gut die Hitze an, klar. Oder nicht ganz so schnell wie Kupfer. Aber dafür gibt er sie schnell wieder weg an die Umgebungsluft. Ja, das will ich mal ausprobieren. Wenn die wieder abkackt, dass ich denn den Kühlkörper runterrupfe und den korrekt befestige. Und wenn das nicht funktioniert, einfach noch einen etwas größeren. Das ist ein 11x11 mm Aluminium-Kühlkörper. Und dann würde ich mal einen 14x14er zum Beispiel nehmen. Von den, wie heißen die Dinger? Raspberry Pis. Ne? Gibt es die, glaube ich, für den großen Raspberry Pi-Prozessor, ist der 14x14. Würde hier passen, habe ich gemessen. Und dann könnte ich im Zweifel ja noch ein bisschen größeren Kühlkörper da aufbauen. Weil Platz haben wir da drin, ja. Kein Problem. Darf bloß nicht zu groß werden. Aber 14x14 funktioniert noch. Ja, also, ihr habt gesehen, Fokus, das Fokusproblem, wenn ihr es denn haben solltet, ist hiermit gelöst. Also die Erklärung, wie man den Fokus einstellt, habe ich dann hiermit geliefert für die ESCAM QD900. Und tja, vielleicht bringt es dem einen oder anderen was, der die Kamera auch mal zerlegen will, weil wenn der Fokus nicht ganz sauber ist. Also es gibt schon eine Seriensteuerung, das habe ich bei meinen QD900 auch schon festgestellt. Aber ganz so extrem war es nicht. Aber bei der neuen Kamera, die ich heute von GearBest installiert habe, aus Köln sozusagen, von GearBest aus Köln zugeschickt, ich sage jetzt nicht die Adresse, die könnte unter Umständen ein Fokusproblem haben, weil mir kam das so ein bisschen so vor, als wenn das nicht ganz so scharf ist, wie es eigentlich sein könnte. Ich werde es morgen tagsüber sehen, ob die Schärfe schlecht ist, weil dann will ich die kurzerhand wieder abbauen. Natürlich ist sie montiert. Hier an diesem Halteödel sozusagen. Ja, dem Halteödel ist hier montiert. Ja, wie kommt man da am einfachsten an die Kamera? Ganz einfach hier unten die drei Schrauben lösen. 1, 2, 3. Man lässt das Ding quasi an der Wand. Wer lässt man hier an der Wand? Löst nur die drei Klemmschrauben für die Klemmspannung hier und kann die ganze Kamera dann abziehen. Ja, Stromkabel aus. Und dann hatte ich in 5 Minuten habe ich die dann, noch nicht mal, in 2 Minuten habe ich die dann deinstalliert.
Und da würde ich den Fokus dann im Zweifel nochmal einstellen, so wie ich es euch vorhin gezeigt habe. Ja, habe ich sonst noch irgendwas Tolles? Nein, habe ich nicht. Ich habe nichts mehr. Habe ich dann wenigstens noch was zu trinken? Habe ich. Prost. Ah, heute werden die Uhren umgestellt. In einer Stunde, von 3 auf 2. Und morgen soll es ein schöner Tag werden. Solartechnische Ernte sozusagen für den Perle. Also meine Solaranlage, echt Bombe, das Ding. Funktioniert das rein, das Teil. Der Schuppen ist hell wie Sau. Flutlicht funktioniert. Das 10 Watt Flutlicht funktioniert gut. Die Kamera funktioniert auch super. Bis auf vielleicht ein Schärfeproblem. Das muss ich morgen nochmal rausfinden, weil das ist immer das Problem, das nachts zu beurteilen. Die Schärfe kann man nachts ganz schlecht beurteilen mit den eingeschalteten Infrarot-Speffel, der davor schwenkt, und den eingeschalteten Infrarotlichtern. Das ist ganz blöd. Aber ich meine, im Hintergrund bei den Lampen da hinten irgendwo, wo es am Funkeln war, habe ich so eine Art Doppelkontur gesehen, als wenn es da verwaschen ist irgendwie. Muss ich, aber ich werde es morgen nochmal sehen und mir das nochmal genau angucken. Und in der Regel, bisher war bei allen die Schärfesituation okay. Und wenn da mal ein Ausreißer dabei ist, wie vielleicht die ich da heute installiert habe, dann weiß ich jetzt, wie es geht. Und ihr wisst es auch, wie es geht, wie man es noch ein bisschen pimpen kann. In der Regel besteht da eigentlich kein Handlungsbedarf. Das wird wahrscheinlich keiner machen, nur eben so eine super pingeligen Typen, wie ihr und wie ich es bin, wird da nochmal Hand anlegen und dann nochmal das allerletzte an Qualität aus dem Teil rausholen, weil die Bildqualität, die diese Kamera macht, die Full-HD-Kamera, ist natürlich fantastisch. Ne? Das ist wirklich genial, das Teil. Ne? Wie sieht es denn aus? Ich zeige euch das mal. Ich blende euch das mal ein. Thank you.
da kann man nicht mosern. Ne? Das ist also wirklich ganz, ganz ausgezeichnet. Ne? Ja, habe ich sonst noch was? Nee, habe ich nicht. Passt auf, wo ihr im Internet rumspögelt und passt auf, mit welchen Leuten sich diese Menschen umgeben, in welche Ecke man die zu stellen hat und was die so absondern. Und lasst euch da nicht zuschwafeln. Seid immer kritisch allen Menschen gegenüber, insbesondere den Stalkern, die eben, wie gesagt, hatte ich am Anfang schon erzählt, die gewissen Herrschaften im Internet, beziehungsweise einer Person im Internet, richtig ans Leder wollen. Und na gut, dass der sich wehrt, das kann ich verstehen, da habe ich absolutes Verständnis für, aber die Art und Weise ist einfach scheiße. Ne? Also, was heißt scheiße? Also, es ist nicht wirklich gut, was da läuft. Und er wird damit nur eine Zielgruppe, also sprich die Nazis und solche, die sich dafür halten, wird er da nur noch bedienen. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ne? Nee. Also, gibt Nazis keine Chance. Haltet euch von diesem braunen Gesindel fern und dann macht ihr grundsätzlich keine Fehler. Ne? Ja, da kann man mal sehen, zu was für Mitteln die Dampfer mittlerweile getrieben werden, um sich zu verteidigen, nehme ich mal an. Oder vielleicht ist es mit ein Argument, sich zu verteidigen, um eben gegen diese Rollator-Szene, gegen diese Vollirren, um da einen Faustpfand in der Hand zu haben. Ist natürlich, sich mit so einer Horde Nazis anzulegen, ist natürlich eine gefährliche Geschichte. Ne? Also das werden sich viele auch überlegen. Und man sieht es auch in diesem Blog, scheint da wohl auch so ein bisschen tote Hose zu sein. Also es sind ein paar Vollirre, die meinen, hinter der Anonymität ihres Accountnamens agieren zu können. Aber die entlarven sich früher oder später auch selbst und vor allen Dingen auch der Verfassungsschutz wird da wahrscheinlich auch ein Auge drauf haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Solche Leute stehen nachher im Fokus und da wäre ich ganz, ganz vorsichtig an eurer Stelle. Seid vorsichtig, passt immer gut auf euch auf. Schönen Gruß noch an Götzi. Keine Panik, wir sind bei dir sozusagen. Die Welt wird sich weiter drehen, die Weiber werden wieder kommen, das Leben wird wieder schön sein für dich. Und alles wird wieder gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich schon so ein bisschen betroffen gemacht, dass du so traurig bist. Weil du ja eigentlich zwar ein nachdenklicher Mensch bist, aber doch irgendwo du schon lustig. Ne? Das war das erste Video, wo man richtig gemerkt hat, das geht dir nahe. Also, wenn es dir ein Trost ist, Götzi, alles wird wieder gut. Halt die Ohren steif und nicht nur die Ohren und dann Attacke. Ne? Den Spaß on sozusagen. Ich drücke dir die Daumen für deinen neuen Job nächsten Monat. Was du da erzählt hattest, dass das klappt. Und auch Streamers Heaven, mach weiter so deine Ernährungsberatung und so das, was du dokumentierst, das, was du gerade mit dir und deinem Körper so Positives fabrizierst, sag ich mal, dass du diesen gesunden Weg gehst. Das stinkt ganz vielen von diesen Nazi-Dampfern massiv und lass dich davon nicht ins Boxhorn jagen. Das sind einfach nur primitive Affen und als solches muss man diese Kommentare auch werten. Oder lass die Kommentare einfach nicht zu, fertig. Sperr den ganzen Käse, tschüss. Bist du durch mit dem Thema. Ne? Und vor allen Dingen kannst du dann auch unbelastet deine Abonnenten bespaßen. So wie ich euch jetzt mit der ES-Cam bespaßt habe. Zumindest ein bisschen. Also ich habe gesehen, ganz, ganz einfach. Aber ich dachte mal, ein Video zu machen ist gar nicht so schlecht. Dann weiß jeder, was auf ihn zukommt. Dass das also ein lösbares Problem wäre, wenn eine Unschärfe vorhanden ist. Und bei diesen Kameras gibt es Seriensteuerung. Glaubt es mir. Glaubt es mir. Hatte ich bei der ES-Cam noch nicht. Und ob ich es bei der anderen unten habe, werdet ihr im Solarvideo, da werde ich dann auch noch einen Ton zu sagen. Im dritten Teil von meinem Solarvideo, was in Kürze kommt, werde ich da auch noch zu erzählen, ob ich sie nun wirklich noch gepimpt habe. So, tschüss meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielen Dank an die ganzen Abos und ja, hat euch das Video gefallen, lasst mir ein Abo da. Hat euch das Video nicht gefallen, lasst mir kein Abo da. So, tschüss, peace und passt auf euch auf. Passt gut auf euch auf und schönen Gruß noch an Volker. Du musst besonders auf dich aufpassen. So, tschüss.